Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Ups, ups, ups. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Ups, ups, ups. Nee, zu einer weiteren Runde. Ich wollte es auch schon wieder mal, wenn ich gesagt habe. Meine Fresse. Nein, zu einer weiteren Runde Minecraft World die Galaxy Resurrection. Meine Fresse, heute habe ich es aber. Ich glaube, das ist nicht so gut, dass ich das so spät aufnehme. Ich glaube, das ist die letzte Folge, die ich auch heute aufnehmen werde. Aber ich würde gerne noch das ME-System fertig machen. Okay, was jetzt fertig machen? So, wenigstens so weit, dass wir ordentlich was machen können damit. So, das kommt da weg. Wir brauchen jetzt ein Crafting Table. So, zack. Und damit können wir dann gleich auch schon ordentlich reinhauen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Damit haben wir alles schon mal zusammen, was wir für ein kleines ME-System brauchen. Einige werden jetzt behaupten, was für ein Noob, der vierte Nummer. ME-Controller. ME-Drive. Sehr schön. Das daran. Device online. Wir können jetzt aber noch nichts reintun. Dann lässt sich ganz leicht fixen. Wir haben hier noch die ME256K Storage. Jetzt können wir was reinschmeißen. Ich werde auf jeden Fall offscreen werde ich anfangen Festplatten zu craften. Da werde ich erstmal 16K Festplatten machen. So, dann brauche ich... Wollte ich jetzt einmal weitermachen mit dem nicht mit dem ME-System. Boah, bin ich gerade erschrocken. Ich hab doch hier noch Stahl, ja. Machen wir das doch einmal hier direkt. Sehr schön, genau das wollte ich. Ja. Wenn ich dann jetzt hier einmal... Ja, machen wir das doch. Machen wir jetzt hier den Elektrolytik... Lytic Separator ran. Da brauchen wir ein wenig Zeug. So, das dürfte aber eigentlich noch vorrätig sein. Auch viel zumindest. Ich hatte doch... Ah, da. Da man immer erst anfangen muss rumzufallen, damit das auftaucht. Okay, wir brauchen für den Electrolytic Core Gold, Osmium und Iron. Okay. Das ist Obsidian. Hier haben wir schon mal Iron. Gold war hier. Und Osmium dürfte hier irgendwo sein. Nein. Tin. Lead. Silver. Redstone. Oder... Koffer. Ist etwas? Hä? Ah, natürlich das letzte. Kann ich auch finden? Okay. Einmal kurz durchschalten. Was brauchen wir noch? Das war's dann eigentlich schon. Dann haben wir schon alles beisammen. Haben wir einen Koffer rausbekommen. Können wir schon mal hier so was hinlegen, so zack, 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 da, 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 und da, da. Ein Elektrolytikor und dann brauchen wir nur noch ein bisschen Eisen hier raus, 1, 2, 3, 4, machen wir gerade so, sehr schön. Ein Electrolytic Separator. Alles klar, sehr schön, das haben wir. So, hier ist ja noch beides empty. Aber wir hatten ja die Chance auf eine Infinite Water Source. Nehmen wir doch das hier von Genizand. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt leckt oder so weiter, weil, naja, ist so.
irgendwann überlegen, was wir doch mit dem Reservoir machen. Das wäre ja jetzt passend. Weil wenn man das jetzt hier so aufbaut, ja. Okay, ich habe genau falsch rum für unsere Zwecke. So dürfte es aber klappen. Jawohl, Oxygen geht rein. Dann machen wir jetzt hier noch Hydrogen Dumping Access. Wir hatten aber auch manche. Geh mal bitte weg. Danke. Wir hatten noch Energy Upgrades, die würde ich gerne noch installieren. So, die waren hier. Energy Upgrades, 4 Stück. Alles klar. Da so bitte. Jo. Alles klar. Super. Dann testen wir das Ganze doch jetzt einmal. Einmal kurz den Toast schmampfen. Oh. Ja. Mein Inventar ist schon wieder grauenvoll voll. Grauenvoll voll. Da wir bald ziemlich viel Kupfer brauchen werden, nehme ich mal einen Stack Kupfer. Weil jetzt nach der Erzverdreifachung, wo wir momentan dran sind, kommt natürlich die Erzvervierfachung. Und da brauchen wir jede Menge Kupfer. So, ich muss aber auf jeden Fall hier noch extra Output Eject Input Output Input Output und Input Output. Jawohl, das funktioniert doch schon mal super. Alles klar. Das könnten wir dann eigentlich mal hier so ein bisschen durchlaufen lassen. Dann. Ich muss mal überlegen. Es fängt schon wieder an. Wir brauchen jetzt, glaube ich, einen Import-Bus. Und das ist mir jetzt gerade echt so unsicher. Ich hasse es. Ich kann mir das nie merken. So, Handy, Chrome. Tut mir leid, dass es gerade mal sein muss. AE 2 Import Bus. Hatte ich doch recht. Wir brauchen einen Import Bus. Bin halt einfach ein Minecraft-Gott. Kappa. Ne, Kupfer werde ich jetzt als allererstes verarbeiten, da werde ich auch mal ordentlich was reinhauen. Das habe ich hier eben Pisten gemacht. Jetzt können wir auch mal da ein Sticky-Pisten reinschmeißen. So, learned. Und den Rest dürfen wir eigentlich haben. Wir brauchen eher gerade Flugzeugkabel. Ich fahre jetzt gar nicht. Ich will es irgendwie einfach nicht wissen. So, jetzt erstmal hier was Schmodder wegwerfen. So. Okay, Flug. Oh, habe ich auch noch im Inventar.
Da kann man mal hier so 4 Stück machen. Die Teile habe ich, glaube ich, da drüben reingeworfen. Genau das meine ich nämlich. Ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung, wo ich alles hingetan habe. Doch, hier. Das müssen wir ja. Das ME-System ist beste Lösung. Junge, meine Kurve. Ja. So, ein Import, was? Ich hab nicht ernsthaft dieses Iron vergessen. Es geht aber heute wieder alles schief. Ich hab gerade ein Skeletthaufen gehört. So. Iron Import Bus. Zack, einmal so verlegen. Import Bus. Und jetzt sollte es alles hier mit E landen. Sehr schön. Was ich jetzt aber gerne mal machen würde. Was haben wir noch für Upgrade-Möglichkeiten? Es gab einmal ein Gas-Upgrade. Da brauchen wir Iron Dust. Alles klar. Also müssen wir einmal kurz 4 Iron Dust in die Sackmühle da, in die alte Sackmühle schmeißen. Die alte. So. Sackmühle. So, schon mal vorbereiten. Dann würde ich gerne noch Speed Upgrades und Energy Upgrades machen. Da kann ich auch schon mal kurz. Da werde ich jetzt 8 Osmium benötigen. Und Gold. 8 Stück. So, vielen Dank. Machen wir das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Können auch schon mal ein Energy machen. Lass wir das mal ganz kurz durchlaufen und können schon mal die Gas-Upgrades installieren. Was ich auch hier recht cool finde, man kann, oh Entschuldigung, man kann auch über das ME-System, kann man sammelschnell auch Gase speichern. Also hier das Oxygen, was wir brauchen, können wir auch darüber speichern. Ich schmeiß mal die eine, oh, der ist schon voll. Dann schmeißen wir die mal hier rein. Hier, der ist komplett gepowert, genau. Der dürfte auch komplett gepowert sein. Da brauchen wir eigentlich nur noch Energy und. Ja, Energy und Speed. Ja, gut. 1, 2, 3, 4 machen wir mal kurz. Jetzt, wo wir auch Zugriff aufs ME-System haben, brauchen wir eigentlich nur noch ordentliche Kabel und so weiter. Und dann sollte es eigentlich kein Thema sein, dass wir dann mal anfangen, eine ich liebe es, meine Sprache ist heute wieder fett von Arsch. Ordentliches Autocrafting machen, dann können wir auch mal hier die ganzen Enriched Alloys und so weiter auf Autocrafting setzen. Aber generell hier alles außer der Reaktor. Der Reaktor wird, glaube ich, echt hier drin bleiben. Wobei ich mal schauen muss, was ich für einen Energiespeicher mache für den Reaktor, weil, naja. Ich bin überlegen, ob ich da auf die Mechanism Induction Cells gehen soll. Oder ob ich direkt auf den Power. Nein, der Power Cube wird zu heftig. Das hat er fertig. So, das kommt da rein.
Und das kommt dann da rein. So, wenn der jetzt einmal durchläuft, dann braucht man hier nur noch die Teile. Dann machen wir gleich. Mach mal hier so. Jo. Hier müssen wir eh noch nicht ran. Alles klar, das läuft ja schon mal durch. Super. Ey, ich werde manchmal echt paranoid. Oh. Ja. Dann sollten wir jetzt nochmal hier die restlichen... machen wir wenigstens die 4 noch. Das sollte dann echt schon mal reichen für den Anfang. Ich bin ehrlich, ich freue mich momentan. Knüpfen wir mal hier noch die Speed-Upgrades rein. Alter, schon 100 Popper. Alles klar. Dann holen wir jetzt noch einen Popper. Hatten wir ja hier manch einen, jawohl. Und dann machen wir... Was habe ich hier für Chests? Na gut, Iron Chests können wir dann schon mal machen. Ich weiß nicht wieso, irgendwas sagt mir, wir sollten... eine Obsidian Chest machen. Irgendwie sowas sagt mir das da. So, ein wenig Glas. Ich bin immer noch ab und zu mal ein bisschen schreiben mit dem lieben Streetiger. Der meinte auch so, warum geht's nicht so auf EMC? Wird auch mal was Neues. EMC wird auf jeden Fall noch gemacht. Also der Mod, der interessiert mich auch. Also so ist es nicht. Also ich werde auch schon noch mit dem arbeiten. Also keine Sorge, lieber Sweetie, ne? Das war jetzt irgendwie schwul. Entschuldigung. Nee, aber EMC... Ich werde es mal ganz kurz hier, wenn ich jetzt hier so immer hin und her laufe. Muss ja noch dann hier Side-Config Input, so. Mach mal einmal ganz kurz das Inventar leer. Ja, das reicht jetzt schon mal. Kupfer werde ich jetzt wie gesagt einmal durchlaufen lassen und Gold und Iron. So. Iron. Oh, das wird lustig, das wird lustig. Ah ja, wer es nicht von euch weiß, hier ist Burnt Quartz und das hier sind Laboratory Blöcke. Okay, ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, das werde ich später wieder auslagern müssen in Deep Storage Units. Also, wie sieht mein Plan momentan aus im Bereich Equivalent Exchange oder Project E? Wir wollen ja später noch auf die beste Rüstung im Spiel hinaus. So. Da könnte ich jetzt theoretisch gesehen langsam schon mal mit anfangen. Ich zeige dir mal ganz kurz. Gehen wir mal auf Infinity. Wir haben hier die Infinity-Rüstung. Haben wir hier Sonic Speed, die Infinity Pants, die Infinity Breastplate und die Infinity Helmet. So, die sind alle über das Extreme Crafting erhältlich. Da brauchen wir die Infinity Ingots. Die brauchen Infinity Crystals und naja. So, das Lustige ist, hier die Singularities. Hier 30.250. Hatte ich zuerst gedacht, fälschlicherweise, man braucht einen Block und dann 30.250 irgendwie Ticks oder sowas. Nein, wir brauchen 30.250 in dem Fall Nickelblöcke. Das ist gerade kein Witz. So, könnt ihr schon denken, das ist eindeutig ein bisschen sehr hart. Da werde ich über Moment Add Project E hier mit diesen Energy Collectern, sorry, welche arbeiten. Kann ich mal zeigen, einer braucht schon einen Nether Star.
Sollte an sich aber nicht wirklich schwierig sein. Energy Condense. Moment. Könnten wir eigentlich mal machen. Alchemical Chest sollten wir. Weißt du was? Wir machen das jetzt mal. So wie ich das gelesen habe. Na komm, das, die Zeit nehmen wir uns jetzt mal kurz. Die nehmen wir uns. Soll ich das mal testen? 8. Das habe ich jetzt getriggert. Netherstar haben wir hier. Aber weißt du was? So. Also das hatte mich jetzt gerade echt getriggert. So, das kann dann wieder rein. Oh. Wir brauchen dann noch ein Glas. Und wir haben ein Energy Collector MK1. Wir brauchen jetzt noch ein Alchemical Chest, war das meine ich. Haben wir diesen ganzen Confidence Stars an die Scheiße noch? Boah, mir fallen gerade echt die Augen ein bisschen zu. Energy Con. Das ist schwierig. Wir können einfach mal schauen. Das ist ja ein schneller Unterschied. So, wir brauchen Cobblestone und Charcoal. Okay. Okay. Das. Einen. Dia. Ivan haben wir auch hier. So und so. Das, das. Und nehmen wir mal das hier. So. Zack. Dann kam hier Charcoal hin und so. Denn das haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Cleanstone und noch einen Netherstar. Und eine Truhe. Komm, nehmen wir mal hier das gut alte Oakwood. Hallo. Ich wollte zweimal das Rezept. So, was war das jetzt noch? Zwei Iron Ingots, dann machen wir hier so einen Block auf. Leanstone brauchen wir noch. Können wir mal hier reinschmeißen. Stone. So. Low, High und Medium. Jawohl. First try. So, wenn wir jetzt so machen und so. Nee. Dann war das doch das andere. Dann war das hier dieser Energy Condenser. Da brauchen wir noch 4 Dias. Und Obsidian haben wir noch nicht drin gespeichert, aber war hier noch. Na, so. Ja, das war das, was ich meinte. Machen wir mal ein Experiment. Ich möchte Netherstars herstellen. Können wir jetzt hier mal so reinschmeißen. Die Anzeige füllt sich, das brauchen wir nämlich gerade nicht. Und das steht jetzt ganz langsam an. Oh, weißt du was? Dann mach ich jetzt mal 2, 3. So. Zack, zack, jetzt sollte da. Jawohl. Da brauchen wir ungefähr. Oh, da brauchen wir schon Dark Matter, alles klar. Jut, jut.
Gut. Ich würde dann sagen, das reicht jetzt erstmal. Dann schaue ich morgen mal nach, wie das hier aussieht. Ich bezweifle, dass da großartig was bei rumkommen wird. Das sind 16 EMC, glaube ich. Ja. Also da werden wir noch ein paar schöne Farben mit aufbauen. Aber bis dahin würde ich dann erstmal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.